Kannst du gerne machen. Okay, dann legen wir los, Max. Einverstanden? Ja. Alles klar. So, meine Damen und Herren, ich heiße Sie hier herzlichst willkommen und ich bedanke mich jetzt schon, dass Sie so zahlreich hier erschienen sind und die Zeit sich nehmen, uns über die Auslandssemester-Infoveranstaltung ja, teilzunehmen und sich zu informieren, was wir hier gemeinsam Ihnen mitteilen möchten. Also, mein Name ist Arturo Sönmez. Ich bin der Auslandsbeauftragte der Fakultät Technik als Nachfolger von meinem Kollegen Gerhard Gruhler, der nicht nur der Auslandsbeauftragte war, sondern auch Vizepräsident Forschung an der Hochschule Reutlingen dargestellt hatte. Mein Mitarbeiter und sehr wertvoller Mensch Max Alber wird dann die strukturellen Inhalte von unserem Auslandssemester Ihnen dann auch mitteilen. Wir haben auch zwei sehr wertvolle Besucher in unserem virtuellen Raum, einmal aus den USA. Bei mir steht er links oben, deswegen sage ich zuerst ihn, Mohammed Torfee von der Kettering-Universität Flint, Michigan. Und genauso mein Kollege, der Herr Igor, Professor Igor Gorlach aus Südafrika von der Nelson Mandela-Universität. Sie werden sie jeweils einzeln zu hören bekommen, was sie über ihre Unis zu erzählen haben. Aber bevor wir tatsächlich loslegen, organisatorisches. Sie haben sicherlich so ein Kästchen gesehen, dass wir die Aufnahme gestartet haben. Also wir wünschen uns selbstverständlich, dass Sie Ihre Kameras einschalten und sodass wir auch in Gesichter blicken können. Das ist sehr angenehm. Aber wir zeigen absolutes Verständnis, falls Sie das nicht tun möchten infolge der Aufzeichnung. Sie haben das schon richtig gemacht mit den Mikros. Die sind allesamt aus während unseres Vortrages. Ich würde vorschlagen, wir machen das so, dass die Fragen, wenn möglich, zum Schluss gestellt werden der jeweiligen Session, sodass die jeweiligen Vortragenden dann ihre Message Ihnen transferieren können. Wir werden während dieser Vortragsrunde auch ein interaktives Element haben. Da wird der Herr Alber Ihnen etwas als Umfrage zur Verfügung stellen. Ich würde sagen, fangen wir mit diesem Punkt an, Max, Ja. und dann gehen wir über auf die restlichen Inhalte, nämlich was wir vorhaben. Wir informieren Sie über die Art und Weise, wie Sie Ihre Entscheidungen treffen können, was Sie von uns erwarten können. Wir werden ein paar vor zwei Hochschulen, Partnerhochschulen genauer vorstellen. Der Kollege Max wird Ihnen das Verfahren noch besser erläutern. Sie haben sich sicherlich auch bereits auf unseren Homepages informiert. Sie werden natürlich auch unsere Fördermöglichkeiten hören, wie Sie von unterschiedlichen Töpfen Unterstützung von uns und von anderen Gremien dann beantragen können. Und zum Schluss stehen wir allesamt für Fragen und Antworten Ihnen dann zur Verfügung. Ja, Max, was möchtest du denn jetzt in die Runde mal fragen? Ja, wir würden natürlich gerne auch einen kleinen Eindruck von Ihnen bekommen, was Sie studieren insbesondere und wann Sie Ihr Auslandssemester planen. Dazu haben wir eine Mini-Umfrage. Da können Sie dann einfach kurz eine Option anklicken. Dafür haben Sie eine Minute Zeit und ich würde sagen, ich starte mal. So, was studiere ich denn? Nein, ich soll nicht machen. Okay. Ja, jetzt tut sich was, sehr schön. Ist für uns immer wertvoll, auch einen Eindruck von unserem Publikum zu haben und wo das Interesse schon stark da ist, wo wir die Leute erreichen und wo wir vielleicht noch mal ein bisschen auch Werbung nachlegen können. Noch tut sich ein bisschen was.
glaube, jetzt sind wir durch. Cool, das ging ja flotti. Danke an alle. Und dann zeige ich Ihnen noch kurz, wie die Abstimmung ausgegangen ist. Ich denke, das können Sie jetzt alle sehen. Kurze Interpretation. Der Mechatronik Master ist sehr gut vertreten. Hey, dezentrale Energiesystem und Effizienz, da müssen wir nachlegen, Max. Ja. Und auch DEE okay. ist heute leider gar nicht vertreten, vielleicht auch aufgrund von Lehrveranstaltungen. Aber wir freuen uns natürlich sehr, dass Sie alle dabei sind. Und die meisten von Ihnen, die große Mehrheit, planen schon im Sommersemester ins Ausland zu gehen. Einige Unentschlossene gibt es auch noch. Ja, alles klar. Prima. Super schön. Dann würde ich sagen, ja, ich meine, Sie sind ja hier selbst motiviert, da muss man nicht viel sagen, aber da gibt es doch einige Sachen, die hervorgehoben werden sollten. Gerhard, möchtest du unseren Zuhörern ein paar Worte zur Seite legen? Dein Mikro ist aus, Achtung. Also nicht zur Seite legen, sondern einfach direkt sozusagen in die Ohren sagen. Sie sehen, ich bin so begeistert von den Auslandskooperationen der Hochschule Reutlingen, dass ich selbst im Ruhestand noch bereit bin, da mit zu unterstützen und alles zu tun, damit es passieren kann, dass Sie ins Ausland kommen. Das liegt auch daran, dass viele der Partnerschaften, die in den letzten Jahren entstanden sind, ich da beitragen konnte, dass es dazu kam. Und ich habe viel Einblick in andere Hochschulen und Universitäten in Deutschland. Und ich stelle dort oft fest, dass wenn man dort ins Ausland will, dann muss man sich wahnsinnig anstrengen, muss sozusagen im Wettbewerb um die Plätze kämpfen, muss betteln, dass man ins Ausland darf. Das ist an der Hochschule Reutlingen anders. Wie Sie vielleicht schon erfahren haben oder auch noch sehen werden, ist es so, dass wir eigentlich versuchen, alles zu tun, was in unseren Händen steht, damit Sie ins Ausland können. Das ist sehr ein tolles Feature von der Hochschule Reutlingen. Und für Sie ist der Auslandsaufenthalt, glaube ich, ein unschätzbares Element dann auch im Lebenslauf. Wenn Sie dort ein Auslandssemester nachweisen können, dann ist es ein riesen Pluspunkt. Aber ganz abgesehen davon, ja, ganz abgesehen davon, ich habe schon so viele Studierende aus dem Ausland wieder zurückkommen sehen und sie waren einfach in ihrer Persönlichkeit einen ganzen Schritt weitergekommen. Und das ist einfach super. Und das wünsche ich Ihnen und dazu möchte ich Sie motivieren, diesen Schritt zu wagen. Ich glaube nicht, dass Sie es bereuen werden, sondern dass man am Ende ein Leben lang dann von diesem Auslandssemester auch erzählt. Also so viel mal zur Motivation. Also packen Sie es an. Danke, Gerhard. Vielen Dank. Dann würde ich an dieser Stelle fortsetzen und ganz kurz die Schritte ins Auslandssemester für Sie skizzieren. Sie sehen hier diesen Zeitstrahl und den ja, hellblau hinterlegte Pfeilsegment. Da stehen Sie jetzt momentan in der Phase, wo Sie sich informieren, orientieren und dann zu einer Entscheidung kommen, bei welcher unserer Partnerhochschulen Sie studieren wollen. Und in dieser Phase können Sie sich sehr gut mit unseren bereitgestellten Informationen auf der Webseite eine Erstorientierung verschaffen. Auf der Tech-Webseite haben wir ja sehr umfassende Informationen bereitgestellt, Informationen zur Vorbereitung eines Auslandssemesters, zu unseren Partnerhochschulen, zu den Austauschprogrammen mit diesen Partnerhochschulen, aber auch Erfahrungsberichte, die Sie sich anschauen können und so schon mal ja, die möglichen Ziele für Ihr Auslandssemester eingrenzen können. Und
Sehr gerne sind wir auch bereit, den Kontakt zu Kommilitoninnen und Kommilitonen herzustellen. Dazu bieten wir auch am 22.06. noch eine extra Infoveranstaltung an, auf die wir später noch zu sprechen kommen. Oder Sie können auch gerne die Professoren Ihres Studiengangs, die für bestimmte Fakultäten, für bestimmte Partnerschaften zuständig sind, ansprechen und deren Einschätzung auch einholen. Ja, und wie kommen Sie zu einer Entscheidung? Da kann man sich an ein paar Leitfragen auch entlang hangeln. Zum Beispiel, was möchte ich denn fachlich lernen und erreichen in diesem Auslandssemester? Welche Kurse und fachlichen Spezialisierungen gibt es bei den Partnerhochschulen, die vielleicht in Reutlingen so nicht vorhanden sind, sodass sie sich komplementäres Wissen aneignen können? Weitere Fragen können sein, welche Sprache wollte ich schon immer mal lernen? Welche Kultur möchte ich vertieft kennenlernen? Und auch, ja, ob Sie zu einem bestimmten Land vielleicht auch ja eine spezielle Beziehung haben und schon immer mal dorthin gehen wollten. Und ja, dann haben Sie jetzt auch in den nächsten Wochen und Monaten noch ein bisschen Zeit, genau diese Recherche anzustellen. Die Bewerbungsfrist, auch da kommen wir nochmal speziell drauf zu sprechen, wird dann am Ende der Semesterferien sein, also am 25. September. Genau. Und dann würde ich Ihnen als nächstes einen kurzen Überblick über die möglichen Auslandssemester geben. Also es gibt mehrere Typen von Auslandssemestern, die typischerweise durchgeführt werden. Das ist einmal das klassische Studiensemester. Da besuchen Sie dann bei einer unserer Partnerhochschulen Kurse, Vorlesungen und können sich diese dann für das Studium in Reutlingen zumindest teilweise anrechnen lassen. Dieser Anerkennungsprozess, der erfolgt dann immer in Absprache mit den Professoren Ihres Studiengangs. Das zweite Art von Auslandssemester ist das Praxissemester im Ausland. Also das findet ja typischerweise im fünften Semester des Bachelorstudiums statt. Studierende gehen dafür in Firmen im In- und Ausland, aber es ist eben auch möglich, das Praxissemester bei einer Partnerhochschule durch Mitarbeit an einem Projekt in einem Labor der Partnerhochschule durchzuführen. Das wird sehr häufig gemacht, insbesondere bei den beiden Partnerhochschulen, die sich heute auch vorstellen, also die NMU in Südafrika und die Kettering University. Darüber hinaus gibt es auch die Möglichkeit, die Thesis im Ausland zu schreiben. Das ist dann in der Regel auch eben ein Forschungsprojekt oder auch für die Masterstudierenden sicher sehr interessant, die F&E-Arbeit oder das Mechatronik-Masterprojekt. Diese können Sie dann auch bei der ausländischen Partnerhochschule in Form eines Projektes eben durchführen und bekommen dafür dann auch die Credits angerechnet. Zur Thesis vielleicht noch, da ist es wichtig, dass man ein solches Vorhaben etwas früher als andere Auslandssemester anbahnt, da eben da auch die Absprache zwischen den Professoren bei der Hochschulen wichtig ist. Wenn Sie da Interesse haben, dann kommen Sie bitte möglichst bald auf einen von uns zu. Ja, welche Partnerhochschulen? Wir haben eine relativ große Bandbreite an Partnerhochschulen, eigentlich auf allen Kontinenten der Welt. Da kommen wir auf der nächsten Folie noch im Detail dazu. Wie Herr Kruhler schon sagte, Sie haben bei uns sehr gute Chancen, dann auch zumindest in der Weltregion zu studieren, in die Sie bevorzugt gehen möchten. Die Regel ist, dass wir keine Auswahl vornehmen müssen, dass es genug Plätze gibt für Studierende, die an eine bestimmte Hochschule gehen möchten. Nur in seltenen Fällen gibt es dann ein Auswahlverfahren. Und wenn es dazu kommt, ist in der Regel das Entscheidungskriterium die bisherigen Studienleistungen. Studiengebühren gibt es bei unseren Partnerhochschulen in der Regel nicht. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Faktor. Also wenn Sie zum Beispiel in den USA an der Kettering University als Free Mover, als unabhängiger Student ein Semester studieren möchten, dann würden Sie da mehrere tausend Dollar Gebühren bezahlen. Oder auch in Südafrika würden Sie normalerweise Gebühren bezahlen. Diese entfallen, wenn Sie eins unserer Partnerschaftsprogramme nutzen. Die Ausnahme sind die Partner in Australien und Neuseeland. Dort gibt es Freiplätze immer nur im Gegenzug für
aufgenommene australische oder neuseeländische Studierende. Dann vielleicht noch ein Wort zu den Voraussetzungen. Generell ist es so, dass Sie auf jeden Fall das Grundstudium bestanden haben müssen. Also Sie können nicht ins Ausland gehen, wenn Sie die Vorlesungen der ersten beiden Semester nicht geschafft haben. Das ist so mit den Studiengängen vereinbart. Darüber hinaus ist es so, dass Sie ja keinen sehr großen Verzug im Studium haben sollten. Da können wir dann aber auch im individuellen Fall mit den Studiengängen nochmal drüber sprechen, sollte es da Bedenken geben. Aber ansonsten gibt es da keine Hürden in Sachen Notenschnitt dergleichen. Jeder kann sich bewerben und wir freuen uns über jeden, der versucht, ins Ausland zu gehen und diese Chance wahrnimmt. Immer wichtiger oder schon immer wichtig und immer wichtiger wird auch noch das Thema Sprachkenntnisse. Englischkenntnisse sind auf jeden Fall eine Grundvoraussetzung, um ins Ausland gehen zu können. So als Orientierung dient da das B2-Niveau des europäischen Referenzrahmens für Sprachen. Und immer häufiger wird auch von den Partnerhochschulen ein Nachweis über dieses Sprachniveau verlangt. Der Unterricht findet in der Regel auf Englisch statt bei den Partnerhochschulen. Und ja, da empfehlen wir eben dringend, dass Sie dann auch noch einen Englischkurs besuchen, bevor Sie ins Auslandssemester gehen, um Ihre Kenntnisse eben auf das B2-Niveau zu bringen oder auch vielleicht auf ein noch höheres Niveau. Das ist einfach auch wichtig, um vor Ort kommunikationsfähig zu sein mit den betreuenden Professoren einer Projektarbeit und um dem Unterricht problemlos folgen zu können, um dann auch Studienerfolg ja, zu haben und auch mit den Kommilitonen aus aller Welt gut kommunizieren zu können. Ja, also einzig in Südamerika ist es so, dass bei unseren südamerikanischen Partnerschulen ist es so, dass keine englischsprachigen Vorlesungen angeboten werden können. Bei allen anderen Partnern gibt es zumindest ein gewisses Angebot an englischsprachigen Vorlesungen. Genau, so viel zu diesem Thema. Wie gesagt, wenn Sie die Fragen haben, können Sie die auch gerne in den Chat reinschreiben und wir gehen dann am Ende eines Blogs auch darauf ein. Ein Thema, um das man leider nicht herumkommt in diesen Zeiten, ist die Corona-Pandemie. Die letzten Semester waren sehr stark von Corona beeinflusst. Wir haben die Hoffnung, dass das in Richtung Sommersemester 2020 jetzt besser wird mit Voranschreiten der Impfkampagnen. Gerade in den USA beispielsweise ist die Situation ja vielerorts schon jetzt so, dass auch wieder Präsenzveranstaltungen stattfinden können. Auch in Europa gibt es eine sehr gute Perspektive. In anderen Weltregionen, wie jetzt zum Beispiel Südostasien oder auch Japan und anderen Ländern, Taiwan, haben Sie das ja bestimmt auch verfolgt, dass es jetzt wieder so eine erneute Welle gibt. Also es ist wichtig, einfach dann auch sich zu informieren, sich immer über die aktuellen Einreisebestimmungen, die Situation vor Ort zu informieren auf Webseiten des Auswärtigen Amts und des RKI. Und wir empfehlen in diesen Zeiten dann eben auch, dass Sie sich nicht nur auf eine Partnerhochschule, ein Land fokussieren, sondern möglichst auch noch dazu ein, zwei Alternativen wählen. Gerade auch Europa ist in diesen Zeiten natürlich aufgrund der geografischen Nähe auf jeden Fall eine wichtige Zielregion. Da sollten Sie sich auch auf jeden Fall diese Optionen genauer anschauen. Und ich denke, ja, wenn Sie die Möglichkeit haben, sich impfen zu lassen, bevor Sie ins Ausland gehen, dann trägt das natürlich auch zu Ihrer persönlichen Sicherheit bei und ist auf jeden Fall eine Option, die Sie sich auch anschauen sollten. Ich denke, die meisten von Ihnen werden das ja auch in Erwägung ziehen. Wenn Sie sich bewerben, dann ist auch wichtig zu wissen, dass in diesen Zeiten die Bewerbung vorbehaltlich einer möglichen Absage durch die Partnerhochschule erfolgt. Ertugrul und Gerhard, wenn ihr an der Stelle was ergänzen wollt, sehr gerne. Also bezüglich der persönlichen Risikoabschätzung
würde ich tatsächlich zuerst mal dem Bauchgefühl folgen, welches Land ist einem dann nahe, wo ich ins Auge gefasst habe und dieses Land dann über die Vergangenheit der Pandemieentwicklung und über die Aktionen in diesem Land mich persönlich informieren, weil alles, was einem in Anführungszeichen Angst macht, sind Dinge, die man nicht kennt. Und Nichtkenntnis kann man relativ leicht beseitigen. Alles andere sind Fakten und Zustände, mit denen man umgehen kann. Und diesen Umgang muss man individuell mit seinem Partnerland lernen. Und das ist alles, ja, kein Hexenwerk meines Erachtens. Also von unserer Seite gibt es auf jeden Fall zum jetzigen Zeitpunkt keinen Ausschluss eines Ziellandes oder einer Zielregion. Dafür ist die Situation auch einfach zu dynamisch und muss man dann in den nächsten Monaten auch beobachten. Gut, dann kommen wir zur Übersicht der Tech-Partnerhochschulen. Sie sehen hier auch nochmal die Landkarte mit vielen roten Punkten verteilt auf eigentlich allen Kontinenten. Sie sehen, es gibt eine große Auswahl an Möglichkeiten. Wichtig ist dann, genauer hinzuschauen. Da haben wir dann auch auf unserer Webseite die Möglichkeit, eben im Detail jede Partnerschaft sich anzugucken oder auch mit einer Suchmaske zu schauen, welche Partnerschaft ist für meinen Studiengang geeignet. Denn nicht jede Partnerschaft ist fachlich für jeden Studiengang geeignet und nicht bei jedem Partner sind alle vorhin erwähnten Aufenthaltsarten möglich. Da also jetzt die nächste Zeit bis zum Bewerbungsschluss nutzen, um sich zu informieren. Vielleicht noch mal ganz kurz die Vorteile von unserem Partnerschaftsprogramm gegenüber einem selbstorganisierten Auslandsaufenthalt. Sie zahlen keine Studiengebühren, das habe ich schon gesagt. Sie erhalten Unterstützung durch die Fakultät, aber auch das RIO bei der Planung, bei der ganzen Logistik. Dazu zählt zum Beispiel auch das Einladungsschreiben für das Visum, das von der Partnerhochschule bereitgestellt wird, die Vermittlung einer Unterkunft, Unterstützung bei der Suche nach einem Projekt. Da haben wir eben dann auch die sehr guten Professorenkontakte, über die wir dann auch gewährleisten können, dass eine gute Projektbetreuung und ansprechende Themen bereitgestellt werden können. Und wir haben in unseren Datenbanken eben auch schon aus der Vergangenheit Kursanerkennungsentscheidungen erfasst, also bestimmte Kurse, die im Ausland dann für das Studium hier in Reutlingen anerkannt werden können. Aber prinzipiell können Sie sich auch bei einer Nicht-Tech-Partner-Hochschule bewerben. Diese Option steht Ihnen selbstverständlich auch offen. Im Hinblick auf das Sommersemester ist noch zu erwähnen, dass es unterschiedliche akademische Kalender gibt, die Studiensemester in bestimmten Ländern unmöglich machen. Das betrifft in Europa zum Beispiel Finnland und Frankreich und in den USA mit Ausnahme der Kettering University auch alle Partnerhochschulen. Die starten nämlich schon im Januar in das Semester. Das ist dann nicht kompatibel mit unserem Prüfungszeitraum Ende Januar, Anfang Februar. Allerdings können Projektaufenthalte auch zum Beispiel in Finnland oder Frankreich durchgeführt werden. Und auch in den USA gibt es neben der Kettering University, wo auch Studienaufenthalte möglich sind, auch noch die Maryland University, wo dann projektbezogene Aufenthalte stattfinden können im Sommersemester. Ja, dann wäre das der schnelle Überblick. Und wir kommen dann schon zur Vorstellung unserer ersten Partnerhochschule. Diese Hochschule wird von unserem wertvollen Kollegen Mohamed Torfee vorgestellt werden. Er hat ja sehr umfangreiche Erfahrung technischer Natur im Bereich Controller, analog, Digitalentwurf. Er repräsentiert die Auslandsaufenthalt von seiner Hochschule. Begleitet uns seit langen Jahren sowohl als Dozent bei uns vor Ort als auch informativ durch solche Veranstaltungen wie heute. Ja, Mo, erzähl uns über das, was uns hier in Kettering erwartet.
Dein Mikrofon ist aus. First of all, I want to thank you for this opportunity. Ich kann auch das in Deutsch machen. Meine Schwäbisch ist auch nicht schlecht. Ich kann auch in Schwäbisch machen. Aber wir machen das in Englisch, weil das ist einfacher. So, aber jede Zeit, wenn Sie haben Fragen, jede Zeit bitte, Sie können einfach mir fragen. Kein Problem, das freue ich mich. Again, back to English. I want to thank you for Max and Ertegul and also Gerhard for inviting me for this information presentation. We have an exchange program and it is more than 25 years old. So we have been working now, it is 27 years. So we have been really fortunate to have this exchange program for a long time. And it is not just a program, but also we developed a very strong friendship with the colleagues in Reutlingen and also Esslingen and Ulm and Konstanz. So particularly Reutlingen is of really important because of the fact that it is a program that has been going for a long time. And also we do not only student exchange, but also we do some collaborative research and also teaching. So it's really has been growing. So Max mentioned Kettering is on a different schedule. So if you like to come here, make sure that you communicate with the international office and also talk with the advisor, which is Ertegul. Ertegul is the main professor. Zommes is the main person for getting information. And then anytime that you would like to get more information about the detail of our program, everything is online, but you can also contact me. But the advice I have for you, make sure you go through Max because he is the one who is going to basically manage and also do the exchange program and help you with that. The other important part also Max mentioned, there are some official legal work that you have to do, getting visa and proper work that you need to do. So you have to go through the international office in Reutlingen. That's really important. So let me talk about Kettering. We are more than 100 years old. So 2019, 2 years ago, we were 100. And so we have been basically offering programs in engineering, management, and also sciences for a long time. Kettering University used to be called GMI, General Motor Institute, and then the name got changed for a while. So it is called Kettering University. It is located in Flint, Michigan. If you can go to the next slide, Max, please. That would be great. This is a group of students. If you can go back, this is a group of students that this is our campus that you see. We typically get about 100 students from Germany, and then we also send 100 students. So it's an exchange. That means we get students and then we send students. So that's a group of students that they were in 2016, and we have been getting them regularly. Right now, we have 7 students, even though with the pandemic, we have 7 students from Germany that are studying here. They needed to go an extra step, make sure that they can get their visa, but also they have to go through checking, make sure that they're okay to come. So if you are planning to come, again, I don't know the schedule for Reutlingen. There is a possibility, but it takes a little bit longer time, but you still can come. We are really looking forward to continuing
our normal program next year and maybe by end of this year. So this is a in universities in the United States, they have a symbol we call mascot. You can see the bulldog. This is the Kettering, what's called Kettering bulldog. So that this is the, it's really a joy to have students coming from Germany because they have the strongest program with Germany. And it has been going very strong for a long time. And we look forward to make it even stronger in the future. Okay, so let's go to the next one. Again, this is the Michigan, the largest city in state of Michigan is Detroit, okay? Detroit, the other name for Detroit is called Motor City because all the car manufacturer, the big one, GM, and also Fiat Chrysler, or now it's called Stellantis, the new name, because Peugeot became a part of the organization. They are in Detroit area and the suburbs. So Michigan is one of the states that we have a lot of fresh water and really beautiful nature, especially in summertime. We have four seasons. The winter is cold and we have a nice, beautiful fall. And summer is like now warm and humid. So it's, you know, different seasons. The information is in there. Again, we are surrounded by these lakes. The typical and places to see for students who come would be going to Chicago. It takes about 4 to 5 hours of driving. In the United States, probably, you know, driving is very popular. So people drive, we don't have a very, you know, common or good transportation, train transportation, like you have in Germany. So driving together, it's kind of inexpensive and also it's a good way to travel. It's easy way to travel. And the other reason students travel by car because the gasoline is a lot cheaper in the United States than Europe. Okay, if you can go ahead to the next one, please, Max, that would be good. That's the campus. We are not very large. We have only about 2,000 students total, but only half of the students are on campus. So our program is very special. The student come to university for 3 months and right away they go right next to that, they go to work for 3 months. So it basically they exchange every 3 months. So for example, January to end of March, they come to university right away, April to end of June, they go to work. And again, from July to October, they come to the university. So they exchange, they basically. So in a year, 6 months they work and 6 months they come to university. It takes about 5 years, 4.5 years to graduate, to finish. So the whole time that they do their education, half of it is coming to university, getting education, academic. The second half is practical, okay? So we are small and we are very focused on doing hands-on, very practical, laboratory oriented. That is basically the nature of the program. I want to invite you to ask question again. If you have a question, please just put it in the chat box and I would be happy to answer. Or if after we are done with this, again, this is being recorded if you like to watch it. And if you have question, feel free to ask. The program that is very popular is electrical engineering, mechanical engineering. We have also chemical engineering. And also our business program is something that students from Reutlingen, especially, they are very interested in, very popular. Excuse me. So that's the area, some information. During the time that they come, we try to organize some activities besides academic.
some visits. We have a very active international office that helps students to try to enjoy the time here and also to not just study, but also do some cultural study and then visits to places. Next, please. Excuse me. This is some information that is necessary for you to go through, and you take usually 3 to 4 courses, and we will help you with the scheduling. You can look what's been offered. All the courses are offered in English. So it's something that, you know, it's important to try to work before coming here, try to make your English language a little bit, you know, better so that you would be able to understand and then would be able to do group projects and to work, be a part of this community. Again, these are all the courses program that we have. This is the electrical engineering, mechanical engineering, and also chemical and the business administration. So these are all the areas. There is also a website that you can go to get the detailed information about the program and courses. And Max can help you with the detail of what to pick and how to do that. Okay. Yeah, you can also find a link on our website leading you to the course information. Yes. You can take any courses as far as the program, just have to make sure that you can get credits for it, because any course you like to, we have many, many courses in different areas. If you have interest in, let's say, not just your area, but also in the literature, if you like to take, or if you want to do class in business, which is very popular, that would be something would be of interest to you. You can register and then you can transfer that. You need to work closely with Reutlingen to make sure that those courses, you can take it back. And we work with the students that come also from our side to make sure that they can transfer these courses back. Next, please. These are the steps that you need to go through. And then, so this step number one, you have to start with your home university. That means Max and then international office. And then they communicate with us and then we officially accept you from the record and then information we have. And then we help you with getting the visa. Visa is necessary for a student to come. And when you are arriving, our international office helps you make sure that you are welcomed. And then they have housing for you. They prepare university housing for you to have a nice dormitory right on campus. That there are some pictures. If you go to the next one, please, it shows that again. The other one that I want to talk to you quickly is internship. So there is a possibility that if you come here, you need to do it ahead of time. And that is, you could also come here for 3 months of study and 3 months work. Some of the companies that we work are shown here. So there is a possibility of doing the internship. It is something that you have to start before coming. It is, again, but there is a possibility that we can help you to get an internship 3 months, particularly with companies like Bosch or MB Tech, because they all are, they have branches in Detroit area. Next, please. You could go next one. Okay, this is the campus, how it looks like. There is something I want to tell you. If you are really interested in being involved with the student projects, there are all kinds of projects. What you see here is a snowmobile that the student build and they take it, like they do it also in Germany. I know Reutlingen has some program, so you could do a student contest and you could participate. You can become easily a part of student groups. There are clubs, all kinds of things that you can. We want you to enjoy and not just taking classes, but also have fun and also learn about. We try to make it easy and also productive. So it's a good learning environment.
that's our goal. Next, please, Max, if we could. Again, this is the dormitory that we have. The housing is reserved for you. And this, again, it's something, it's very organized, and we have been doing this for a long time. And we want to make sure students are welcome, students feel comfortable. And if you come here, if you have a difficulty with the course, you can change it the first week that you come. If you think this is not something that you were expecting, we can help you to change it to a different course. So my job is not just also coming and working with the students who go, but also when students come from Germany, they can come to me, and if they have problem, question, I can help them with find a solution for it. So that's what I want. Okay, I think that's end of this presentation. Is that correct? There might be some places that you can travel, you know, nearby Chicago. Student, when they come, this is, you know, Niagara Falls. We are very close to a lot of places. And again, people drive because of the fact that it's convenient and you can see the country. And Michigan is really beautiful. The nature is really nice. And then the surrounding is also very, very nice. And then if you take longer trip, of course, you can go to San Francisco and Niagara Falls, and, you know, New York. Student usually plan a trip for 3-4 days, and then they go together, 3-4 of them. So we want to make it to be not just academic. Also, we would like to make it interesting. And then, so we schedule it so you can enjoy. And our faculty, our professors are very flexible to help you and to work with you. So that is the presentation that I had. And I want to again thank you for my colleagues to invite me for this. And I really hope that you think about this program that we have. And then if you have any question, feel free to contact the international office and then or myself to answer any question that you have. I want to close my presentation by saying that it has been an incredible experience for our students who come to Germany. This is not just, this is a personal development by just living. This is not like a trip that you go for a week. This is like for 3 months. You actually live here. You have to do the shopping. You have to manage your day-to-day life. And then you build some nice, if you go out and then you connect with students, you build some really strong friendship. So it is something that the experience that you go through, you gain, it's gonna give you the opportunity to use it for in the career, in working with people. It is really important. We live in an environment today that everything is global. So we have to understand how to work with each other. We have to understand how to manage our program, how to be able to talk, how to be able to understand different culture. I know Germany is very much, it's diverse, but when you come here, you see the same diversity, but still different the way that everything is managed here. And I think it would be a really overall personal development that you gain actual experience going through this education. So it's not only a university, but also living here. It exposes you about what United States is about and also the people who live here. Okay, I think I took enough time. I want to thank you, and I want to thank my colleague Igor for letting me to do first. I have another meeting to go. I'm already a minute late, so I would like you to send your question to Max, and I would be happy to answer your questions. Again, thank you for the opportunity, and look forward to seeing you soon in our campus. Thank you very much. So after this very colorful presentation, we will continue with another valuable colleague, Gerhard.
Maybe we can quickly summarize what are the options in catering for students, just to make sure it's understood. Ich mache das nochmal kurz auf Deutsch. Also Kettering University, da haben Sie eben, wie schon erwähnt, die Möglichkeit für einen reinen Studienaufenthalt von 3 Monaten hinzugehen. Eigentlich aus jedem Studiengang der Fakultät Technik. Sie können dort Vorlesungen besuchen und Sie können das kombinieren, die 3 Monate Vorlesung mit einem anschließenden Praxisaufenthalt in einer Firma in den USA oder in einer deutschen Firma und sich das als Paket, also Studienphase mit Praktikum, als Praxissemester anerkennen lassen. Das ist ein sehr etabliertes Vorgehen in den Studiengängen Maschinenbau und Mechatronik. Und für die Masterstudenten insbesondere gibt es auch die Möglichkeit, für einen längeren forschungsbezogenen Aufenthalt an die Kettering University zu gehen. Dort gibt es sehr spannende Projekte. Schauen Sie da auch mal auf unserer Webseite vorbei. Dort gibt es eine Übersicht der Forschungsbereiche und Projekte. Und teilweise kann dort sogar eine Vergütung dann gezahlt werden. Wenn Sie da gerade spontan jetzt noch Fragen haben, können Sie die gerne in den Chat schreiben und wir versuchen, die zu beantworten. Ja, Herr Mathieu. Und zwar, ich bin Masterstudent in Mechatronik und ich brauche ja kein Praxissemester. Ich würde aber gerne meine Wahlfächer dort machen. Und wenn ich dort dann trotzdem bei einer US-Firma ein Praxissemester mache, wird es dann vergütet? Also kann ich mir da ein Nebeneinkommen dann da holen oder ist es wie in Deutschland ein ganz normales Praktikum, das normal vergütet wird mit 700 Euro. Gerhard. Soll ich mal kurz antworten? Ja, gerne. Also, Ihre Frage hat ja 2 Teile. Das eine ist der Vorlesungsteil an der Kettering University. Dort müssen Sie halt schauen, dass Sie sozusagen Fächer finden, die dann Ihre Wahlfächer ersetzen können. Das ist durchaus möglich. Und das läuft dann über eben diese 3 Monate. Aber da gibt es Fächeräquivalenzen, wo Sie dann tatsächlich Ihre Wahlpflichtfächer im Master durch entsprechende Angebote in Kettering abdecken können. Der zweite Teil, wenn Sie dann anschließend ein 3-monatiges Praktikum bei einer US-Firma machen würden, dann wäre das in aller Regel ein vergütetes Praktikum bei dieser US-Firma. Das ist übrigens sogar dann der Fall, wenn Sie, was manchmal selten vorkommt, sogar im Bachelor Ihr Praxissemester dadurch noch abdecken wollen. Also das ist unabhängig nun von der deutschen Situation. Das Praktikum bei einer US-Firma ist dann ein vergütetes Praktikum. Wobei man dazu sagen muss, dass es nicht ganz einfach ist, für 3 Monate einen Praktikumsplatz bei einer US-Firma zu finden. Aber es gibt diese Beispiele und das, wo es funktioniert, ist es natürlich wirklich toll. Frage beantwortet? Ja, vielen Dank. Wunderbar. Okay, wenn es an dieser Stelle gerade keine weiteren Fragen gibt, dann leite ich über an Herrn Kruhler mit der Bitte, unsere Partnerhochschule NMU kurz vorzustellen. Okay, das, was Herr Albert gerade gemacht hat für die Kettering University am Ende, möchte ich gerne jetzt am Anfang für die Partnerschaft mit der Nelson Mandela University in Port Elizabeth, Südafrika machen, nämlich ganz kurz die Möglichkeiten vorstellen, die man dort machen kann als Austauschstudierender. I'm going to do it in English language because Professor Igor Golach is here and he will immediately afterwards present the possibilities for projects at his lab and under his supervision. So what you can do in Port Elizabeth, you see it here on the slide. There is a possibility to go for studying to NMU. That means taking lectures, doing exams. And that needs, of course, some planning in advance. So you'll have to find lectures which are suitable
but it's possible. The nice thing with this cooperation is it's suitable for almost all of our Reutlingen engineering study programs. So either mechatronics, IPE, mechanical engineering, and so on, master and bachelor, you can go for an exchange there. The most popular opportunity is going there for an internship semester or for master research projects or research modules, and a lot of students do that. They just work on projects in the labs of the universities, or sometimes in industrial projects of our professor colleagues, like Professor Igor Golach. He will present some of these possibilities just afterwards. And you can really have a wide range of those projects for mechanical engineering, even sometimes electrical topics or computer science topics or mechatronics topics, energy topics, and so on. There is an additional option, which means there might be a possibility to earn an additional master degree from Nelson Mandela University in mechatronics. If you are interested in that one, which is a very special option, you'll have to contact us, and we need to plan it very thoroughly. But there are examples in the past where students did that quite successfully, also under supervision of Professor Golach. And you can go there either in the summer semester or in the winter semester. So it's just sort of fitting. There is sometimes a difference in the academic calendar of 2 weeks or so, but these are obstacles which can be overcome. And let me say the possibility of the partnership is a very popular one. So usually there are quite a number of students who are interested in going to Port Elizabeth and to Nelson Mandela University. Yeah, that's the introduction from my side. And now we are more than happy that Professor Golach is with us. And Igor, you want now to share your screen and just take over. The screen is yours. Igor, do you want to start with your presentation, or shall I show the video first? Maybe show the video first. Thank you. Okay. Okay, so this is a short video done by some Reutlingen engineering students, which will give you a visual impression of studying abroad at Nelson Mandela University. Thank you.
Okay, I interrupt the video here. I think it gives you a good impression. And now I will hand over the screen to you, Igor. Okay, thank you very much. Can you hear me? Yes. Thank you very much again for allowing me to talk about our university. My name is Igor Gorlach. I'm a professor at Nelson Mandela University. We are three colleagues who take students from Rotterdam University. I'm looking after mechatronics and mechanical engineering students. Professor Fanny Kirk looks after mechatronics students, electrical engineering students, and Professor Phillips looks after mechanical engineering students, so in different areas. So I'm the chair in mechatronics, sponsored by Isuzu. Recently, our city was renamed, so now it's called Kyberha. So don't be confused. So you see new and old name there in the slide. So these are some photographs of our buildings. So I specifically work with Isuzu because we've got automotive factory here in our city, which produces this type of vehicles. And the students who I supervise normally take projects from this factory. Over the years, we've done a number of projects in mechanical and mechatronics fields. So I'll just show you briefly some projects. Students built, for example, mechanical engineering students designed this specific universal trolley to convey or deliver these trucks from one area of the plant to the other one. Was a very successful project. That one, the students also built various types of material handling systems. That's pure mechanical, also handling of for example, fuel tanks or loading the containers which come from Japan. And that's also was an important project for us. Students build this, what you see, reconfigurable trolley to support trucks on the assembly line. You can see that truck on these two trolleys. Also real projects and students successfully designed this trolley. The other group of students recently, they were involved in designing the assembly, manual assembly line. As you can see, these are three students from Rotterdam, and even they were featured in our newspaper, explaining what they were busy with, so design this assembly line for Isuzu. Another group of students just last year, even just when we started with COVID, they still managed to design this fixture that you see on the right hand side, the fixture for the robotic assembly cell. So that was also a very interesting project for students. It's again pure mechanical design, involving automation, of course, pneumatics, etc. So there is a big variety of projects. And the second area that I mentioned is area where Professor Russell Phillips, you can see he's heading the group related to renewable energies and also autonomous vehicles, such as drones, for example. And so there is currently the student from Rotterdam
who is involved in in designing and manufacturing of some of these drones and autonomous vehicles. So that's mainly mechanical students who can be involved in mechanical design and structures, although Prof. Faniker can also assist students with a more electrical background, maybe mechatronic students who are more inclined to electrical engineering. So there's some projects in that area, or even hands-on fabrication skills and systems integration. So this gives you the variety of projects. So if you are more interested in the actual factory project, then we can give you a project from Isuzu, or some lab projects, as I just mentioned. And South Africa is also very, very nice country to spend time. And so I was supervising many students from Göttingen over the years, including master project students who spent more than a semester, actually a year in our city. And you can also travel and see a lot of places in South Africa. Okay, that's basically my short presentation. If you have maybe some short questions, I can answer. Otherwise, also please contact Max, and then I can gladly share with you whatever or answer your questions if you have. You're welcome to come to South Africa to work with us and enjoy also hospitality of our city. Kuberja, I still need to pronounce it because it's in a very old African language. It's not a typical local language. It's even older language, which was here in this area. I still prefer to call this area Nelson Mandela Bay because that's where Nelson Mandela was born, not far from here. Right, thank you very much for your attention. Any questions that I can answer right now? Please feel free to ask your questions to Professor Gorlach. You can type them into the chat or use the microphone, whatever you prefer. Just to maybe guide you, when you get the project from Isuzu, you would work with engineers, meet with them. Like this photograph doesn't include some engineers, but these students and all others, they all were working with plant engineers on a regular basis. So they learn real skills of besides engineering, but also the skills of interacting with people in the factory, and workers and engineers. Okay, so that just to give you a little bit more information. Thank you very much, Igor. All right. At the moment, there seem to be no questions. Okay. The chat is empty. Okay. All right. Thank you very much. Then we'll move on. Okay. Thank you very much. Thanks, Igor. Thank you. Bye. Thanks a lot, Igor. Great job. Thank you. Congrats to everyone. Thank you. Bye. So, dann mache ich weiter. Aus Zeitgründen können wir natürlich nicht alle unsere Partnerhochschulen vorstellen. Das waren jetzt zwei Partner, wo es Möglichkeiten für fast alle Tech-Studiengänge gibt. Ganz kurz, Max, du solltest wieder deine Bildschirme flippen. Ja, das stimmt.
Genau, und aus diesem Grund haben wir noch eine zweite Infoveranstaltung in diesem Semester im Angebot. Darauf möchte ich Sie hinweisen. Am 22.06. werden Ihre Kommilitoninnen und Kommilitonen, die schon im Ausland waren oder es aktuell sind, berichten. Da haben wir jetzt eine Auswahl von 6 Zielländern, von 6 Präsentationen, die hier genannt sind, USA, Südafrika, Spanien, Dänemark, Südkorea und Brasilien. Das werden kurze Impulsvorträge sein. Das ganze Format soll eher austauschorientiert sein, dass Sie auch die Möglichkeit haben, mit den Kommilitonen ins Gespräch zu kommen. Wir haben versucht, da eben eine möglichst große Bandbreite abzubilden. Die Vorträge werden dann auch aufgezeichnet und anschließend online gestellt, wenn Sie an diesem Tag keine Zeit haben, teilzunehmen. Infos finden Sie auf unserer Webseite und ich schicke Ihnen auch noch kurz den Link via Chat. Da können Sie dann auch gleich draufgehen. Überdies werden wir dann auch per E-Mail in den nächsten Tagen noch einen Veranstaltungshinweis versenden. Sie werden es nicht verpassen können. Und weil wir Ihnen sehr viel Input geben, würden wir an der Stelle nochmal kurz Sie versuchen, aktiv ins Boot zu holen und nochmal eine zweite kleine Umfrage durchzuführen. Ja, und da würde ich Sie einfach bitten, nochmal kurz uns mitzuteilen, in welche Richtung es Sie denn zieht ins Ausland. Was sind denn Ihr bevorzugtes Zielland oder Zielregion? Bitte noch mal kurz teilnehmen. Die Umfrage startet jetzt. Da haben wir da einen kleinen Eindruck, wo die Referenzen liegen. Also Sie können nur eine Auswahl hier vornehmen, Ihren absoluten Favoriten. Teilweise sind es nicht nur Länder, sondern auch Regionen, so ein bisschen geclustert. Das ist immer ganz spannend für uns, um da schon mal ein Stimmungsbild einzuholen. Ein bisschen was bewegt sich noch. Okay, 20 Stimmabgaben. Sehr gut. Ich zeige Ihnen auch das Ergebnis. Also die USA und Südafrika ganz vorne dabei. Das ist keine Überraschung. Da gehen die meisten unserer Studierenden auch hin für ein Auslandssemester. Aber es gibt auch in anderen Weltregionen wirklich tolle Optionen, in Europa, in Asien. Auch etwas außergewöhnlichere Regionen sind durchaus ein Auslandssemester wert. Ja. Herzlichen Dank. Super. Dann machen wir weiter. Es gibt noch ein bisschen Input für Sie. Wir haben noch ein paar wichtige Informationen zum Bewerbungsvorgang, die ich Ihnen geben möchte. Sobald man, ja, also es umschaltet. Und zwar zu den Bewerbungsfristen, ganz wichtig. Die allgemeine Bewerbungsfrist für Aufenthalte im Sommersemester 2022 ist der 25.09.2021. Da haben Sie jetzt also noch ein bisschen Zeit, die Bewerbung vorzubereiten. Der Termin liegt ja dann in der vorlesungsfreien Zeit. Wir haben 2 vorgezogene Fristen. Das ist einmal die japanische Partnerhochschule Mir University. Da bräuchten wir schon bis 1.09. Bewerbungen. Und für die Stellenbosch University, wer dort ein Theoriesemester machen möchte, von der benötigen wir eben bis zum 15.09. Die Bewerbung. Bei Stellenbosch bezieht sich das aber nur auf die Studiensemester. Für Projektaufenthalte gilt die normale Bewerbungsfrist. Wie bewerben Sie sich? Das erfolgt online über unsere Tech-Webseite. Dort ist an verschiedenen Stellen der Zugang zur Online-Bewerbung eingestellt. Dort müssen Sie dann ein Formular ausfüllen und ein paar Unterlagen hochladen, zu denen wir gleich noch kommen. Ja, dann zum weiteren zeitlichen Ablauf. Nach Ablauf der Frist findet dann eine interne Sichtung und Auswahl für die favorisierten Partnerhochschulen statt. Falls es mit Ihrer Erstwahl nicht klappt, das ist ja eher selten der Fall, dann würden wir mit Ihnen in Rücksprache treten
und mit Ihnen nochmal uns darüber verständigen, ob wir Sie dann für Ihre Zweitwahl nominieren sollen. Vielleicht ist noch wichtig zu erwähnen, die Bewerbungsfrist ist absolut. Das heißt, wir machen kein First-Come-First-Serve-Prinzip. Wir warten bis zum Stichtag ab und dann sichten wir alle eingegangenen Bewerbungsunterlagen. Sie können in dieser Online-Bewerbung dann auch noch eine Priorität angeben. Sie können bis zu 5 Hochschulen in einer prioritären Rangfolge eben angeben. Ja, was ist sonst noch wichtig an der Stelle? Hier steht, eine Bewerbung ist verbindlich. Das heißt, im Fall einer Zusage für ein Auslandssemester wird erwartet, dass Sie diese annehmen. Das bezieht sich insbesondere auf Praxissemester. Sprich, wenn Sie zu dem jetzigen Zeitpunkt sich parallel noch bei Firmen bewerben, ist das natürlich völlig in Ordnung. Und da haben wir absolut keine Einwände. Aber wenn Sie sich bei uns dann verbindlich bewerben für ein Praxissemester bei einer Partnerhochschule und wir diese Bewerbung dann auch annehmen und weiterleiten an die Partnerhochschule, dann ist es für uns auch wichtig, dass Sie da keinen Rückzieher mehr machen. Das würde ansonsten die Kooperation mit unseren Partnerhochschulen längerfristig in Frage stellen, wenn wir da ein unzuverlässiger Partner sind. Deswegen einfach in dem Wissen bewerben, dass Sie dann auch wirklich dieses Praxissemester, diese angebotene Projektstelle bei einer Partnerhochschule annehmen. Das gilt natürlich dann genauso auch für Theoriesemester. Darf ich da ein Wort noch reinhaken, Max? Natürlich. Also an der Stelle tatsächlich sehr wichtig, was Herr Alber Ihnen gesagt hat. Scheuen Sie sich an der Stelle auch nicht in Ihr Praktikumsplatz hier vor Ort auch begründend abzusagen. Es wird absolut Verständnis aufgebracht, auch von der Industrieseite her, dass ein Mensch seine Prioritäten Richtung Auslandserfahrung dann legt. Und es ist auch vor Ort ein größeres Durchmischen der Bewerbungslage in den Praktikumsplätzen üblich, aber weit weniger üblich und weit mehr problematisch sind Absagen, wenn es in Richtung Auslandsaufenthaltsorganisation geht. Das heißt, bitte, bitte, bitte an der Stelle die Hinweise von Herrn Alber befolgen. Ja, und zu dem Punkt vielleicht noch, Ihnen ein zeitliches Gefühl zu geben, also von Abgabe der Bewerbung und Ablauf der Frist bis zu einer ersten Rückmeldung, ob Sie ausgewählt werden. Dafür gehen in der Regel 1 bis 2 Wochen. Dann reichen wir die Nominierung weiter an die Partnerhochschulen. Dann ist es einfach ein bisschen abhängig von der Partnerhochschule, wie schnell dann eine Zusage für ein Projekt erfolgen kann. Bei Studiensemestern ist das in der Regel dann nur noch eine Formalität. Bei Projekten muss ja dann bei der Partnerhochschule auch etwas Passendes für Sie gefunden werden, ein Betreuer gefunden werden. Das kann in der Regel auch etwas länger dauern als beim Theoriesemester. Also da können Sie dann mit 2 Wochen, mit 3 Wochen ungefähr nochmal rechnen im längsten Fall. Genau, dann zu den Bewerbungsunterlagen, die benötigt werden. Alle Studierenden müssen folgende Unterlagen einreichen. Ein Lebenslauf auf Englisch, der wird zwar in erster Linie für die Praxissemester und Projektaufenthalte benötigt, damit die Kollegen vor Ort dann auch einschätzen können, welche Vorkenntnisse, Praxiserfahrung und Interessengebiete sie mitbringen. Aber das muss auch für Theoriesemester eingereicht werden. Gerade bei dem CV ist noch wichtig, dass sie den Hochschulen neutral gestalten, also dass er auch für nicht nur eine Hochschule, sondern auch für ihre Zweit- oder Drittwahl gegebenenfalls verwendet werden könnte. Bachelorstudierende oder für alle Studierende gilt das, Leistungsnachweise des bisherigen Studiums einreichen. Selbst wenn Sie jetzt im ersten Semester sind, können Sie sich natürlich trotzdem bewerben und dann die Leistungsnachweise nachreichen. Von Masterstudierenden wird zusätzlich noch das Bachelorzeugnis benötigt. Wenn Sie einen praxisbezogenen Aufenthalt machen möchten, können Sie gerne auch noch 1 bis 2 aussagekräftige Arbeits- und Ausbildungszeugnisse beilegen, bevorzugt auf Englisch. Unter Umständen kann es auch auf Deutsch sein. Das ist für die Professoren der Partnerhochschulen
manchmal dennoch möglich, daraus dann Rückschlüsse zu ziehen. Passfoto, ich denke, das ist, braucht keine weitere Erläuterung. Und ja, gegebenenfalls ein Sprachnachweis, abhängig von der Zielhochschule. Schauen Sie dann da eben genau auch auf unsere Webseite hin. Wird da ein Sprachnachweis benötigt oder nicht? Immer mehr Hochschulen verlangen diesen. Aber häufig muss es kein TOEFL oder TOEIC-Test sein, einer von den teuren offiziellen Sprachzeugnissen, sondern es kann auch ein Nachweis sein, der hier an der Hochschule Reutlingen abgelegt wird. Also zum Beispiel gibt es das DAAD-Sprachzertifikat. Das kann über das Institut für Fremdsprachen hier an der Hochschule beantragt werden oder dieser Test kann dort beantragt werden. Wenn Sie beispielsweise IPE studieren, dort gibt es ja im Rahmen des Studiums einen Englischkurs, der zum B2-Niveau führt. Auf dieser Grundlage kann dann auch ich Ihnen einen Nachweis erstellen oder wenn Sie einen B2-Kurs hier an der Hochschule bestanden haben. Ich habe einen Kurs im Mechatronik-Bachelor an der Hochschule gehabt, also die normale Vorlesung. Was für ein Niveau ist das dann? Ist das B2 oder? Und Sie haben eine Vorlesung auf Englisch gehört? Nee, wir hatten halt Englisch als Vorlesung im Bachelor. Das ist, glaube ich, im Mechatronikbereich kein Niveau angegeben. Das müsste man dann nochmal nachschauen. Kann ich Ihnen jetzt so spontan nicht sagen. Okay. Das steht normalerweise in der Studien- und Prüfungsordnung. Genau, und also auch noch der Hinweis wichtig. Max, da ist eine Frage zu Sprache noch im Chat. Zählt das Abitur auch als Nachweis für B2? Das ist ein bisschen abhängig von der Partnerhochschule, was die erwartet. Damit wir Ihnen ausreichende Sprachkenntnisse bescheinigen, ist in der Regel das Abitur nicht ausreichend, insbesondere wenn das schon mehr als 2 Jahre zurückliegt. Also wenn es sollte möglichst ein aktueller Nachweis sein, wenn Sie vor mehr als 2 Jahren das Abitur gemacht haben, würden wir uns schwer tun, Ihnen auf der Grundlage eine Bescheinigung zu erstellen. Man kann aber auch sagen, dass bei Projektarbeiten tendenziell eher kein formaler Sprachnachweis erforderlich ist. Trotzdem der Erfolg des Projektes natürlich daran geknüpft ist, dass man sich mit seinen Betreuern auf Englisch unterhalten kann. Das heißt, man sollte den Aufenthalt nicht nur sozusagen zum Englischlernen angehen, ja, sondern je mehr Sie im Vorfeld Englisch gelernt haben, desto fruchtbarer wird der Aufenthalt selbst. Ja, genau, und also wir sagen das auch nicht, um Sie in irgendeiner Weise abzuschrecken, sondern um Sie für das Thema zu sensibilisieren, dass Sie möglichst dann auch jetzt schon beginnen, noch Ihr Englisch auf Vordermann zu bringen. Nicht alle Partnerhochschulen verlangen diesen Nachweis, das muss man auch dazu sagen. Da schauen Sie einfach genau hin bei uns auf unserer Webseite, wo dieser Nachweis verlangt wird. Und wie gesagt, die Hürde ist nicht so hoch. Sie können dann auch hier an der Hochschule einen Sprachtest absolvieren gegebenenfalls. Hier ist auch noch der QR-Code mit den Sprachkursangeboten des Zentrums des Instituts für Fremdsprachen der Hochschule Reutlingen. Da gibt es ja ein breites Angebot an Englischkursen, die Sie besuchen können. Ja, schauen Sie sich das auch nochmal an und nutzen Sie die Gelegenheit oder auch privat einfach Englisch zu üben und die Sprachanwendung ja wieder ein bisschen aufzupolieren, wenn Sie ein Auslandssemester planen. Ja, und noch wichtig, wenn Sie bis jetzt keinen Reisepass haben oder Ihr Alter ausläuft, denken Sie bitte rechtzeitig dran, diesen zu beantragen, damit es da nicht im Bewerbungsprozess dann zu Verzögerungen kommt. Spätestens, wenn Sie bei der Partnerhochschule noch weitere Nachweise einreichen müssen, dann brauchen Sie auch den Reisepass. Ja. So, weiteres wichtiges Thema ist natürlich die
Finanzierung von Auslandsaufenthalten. Da gibt es in der Regel eine finanzielle Mehrbelastung, wenn Sie ins Ausland gehen, zum Beispiel durch die Anreise, die Kosten für die Anreise und auch teilweise sind die Lebenshaltungskosten auch höher als in Deutschland. Es gibt aber auch sehr viele Fördermöglichkeiten von der Fakultät Technik, vom RIO, aber auch von externen Stellen, zum Beispiel Stiftungen. Hier in der Tabelle sehen Sie jetzt die Fördermöglichkeiten speziell von Seiten der Fakultät Technik aufgeführt. Erasmus, das ist ein nahezu garantiertes Teilstipendium, wenn Sie sich entscheiden, an eine unserer Erasmus-Partnerhochschulen zu gehen. Da erhalten Sie dann auch alle Unterlagen zur Verfügung gestellt, sobald Sie angenommen wurden für diese Erasmus-Partnerhochschule. Je nachdem, in welches Zielland Sie gehen, gelten unterschiedliche Fördersätze. Die sehen Sie hier rechts in der Spalte aufgeführt. Das sind die aktuell geltenden Sätze. Da kann es auch immer wieder zur Veränderung kommen. Darüber hinaus gibt es noch für Studierende der Mechatronik und von Maschinenbau einmalige Zuschüsse aus Mitteln der Industriepartnerschaft. Da ist eine aktive Bewerbung notwendig. Für das Sommersemester ist der Stichtag 15.10.2021. Die Ausschreibung finden Sie auch auf der TEC-Webseite unter Fördermöglichkeiten. Dieser Zuschuss ist auch kombinierbar mit anderen Stipendien, beispielsweise Erasmus oder ein anderes vom RIO vergebenes Stipendium. Hier ist dann allerdings wichtig zu erwähnen, dass die Anzahl der Zuschüsse immer abhängig ist von den verfügbaren Fördermitteln, die ja insbesondere jetzt in Zeiten von wirtschaftlicher Abschwächung nicht so zahlreich zur Verfügung stehen. Und noch für Mechatronikstudierende eine Option, das Goltermann-Stipendium. Was vergütete Auslandsaufenthalte betrifft, gibt es in den USA Optionen. Also wenn Sie einen Projektaufenthalt bei den zwei hier genannten Partnerhochschulen durchführen, besteht die Möglichkeit, dass Sie eine Vergütung für dieses Projekt erhalten. Im Fall der University of Maryland ist diese sogar garantiert, zumindest war es in der Vergangenheit so, mit $8,000 pro Student. Davon gehen dann nochmal ungefähr ein Achtel Gebühren, Steuern ab und die Lebenshaltungskosten im Großraum Maryland sind auch hoch. Von daher hilft das einfach, diesen Aufenthalt dann auch gut finanzieren zu können. Und auch bei der eben vorgestellten Kettering University gibt es für Masterstudenten im Einzelfall die Möglichkeit einer Vergütung. Wenn Sie Fragen haben, nutzen Sie einfach den Chat und schreiben Sie da rein. Weitere Stipendien und Fördermöglichkeiten habe ich schon kurz angesprochen. Das RIO schreibt einmal pro Semester seine Stipendienprogramme aus. Die Ausschreibung erfolgt dann mit Frist Anfang Oktober jetzt für Aufenthalte im Sommersemester 2022. Und hier möchte ich Sie insbesondere auf das DAAD Promos-Stipendium hinweisen. Das ist ein Programm, das stärker auch versucht, in die Breite zu fördern, also nicht nur jetzt 1,0 Kandidaten, sondern auch darüber hinaus Studierende während ihres Auslandssemesters zu fördern. Über die Stipendienmöglichkeiten wird immer auch in einem hochschulweiten Stipendieninfoabend einmal pro Semester informiert. Der findet aktuell immer online statt, in einem virtuellen Format. Da stellen sich dann auch ganz viele andere Fördergeber vor, Stiftungen, auch der DAAD und andere wichtige Förderorganisationen. Das kann ich Ihnen sehr ans Herz legen, da bekommen Sie auch einen guten Überblick. Speziell hinweisen möchte ich noch auf das Auslands-BAföG als sehr gute Möglichkeit, auch Studiengebühren, zum Beispiel in Neuseeland oder Australien, abzufedern. Hinweisen, dieses Auslands-BAföG wird auch Studierenden gewährt, die vielleicht nicht für eine Inlandsförderung in Betracht kommen. Es gelten da andere Bemessungsgrenzen. Also prüfen Sie das auf jeden Fall, auch diese Möglichkeit, insbesondere wenn Sie
in ein Land gehen möchten oder an eine Hochschule gehen möchten, wo Gebühren fällig werden. Ja, auch hier nochmal der Hinweis auf die Tech-Webseite, die Rio-Homepage und hier den QR-Code, wenn Sie möchten, können Sie dann auch abscannen. Da finden Sie weiterführende Hinweise auf unseren Webseiten. Das auf jeden Fall nicht zu vernachlässigen. Wir sind immer wieder überrascht, wie wenige Studierende sich doch dann für diese Stipendien bewerben. Ja, das bleibt immer Geld liegen. Das geht gar nicht. Also Leute, bisschen mehr Mühe geben bitte, das Geld abholen. Genau, und wenn Sie nach der heutigen Infoveranstaltung und der folgenden am 22.06. noch Fragen haben, kommen Sie gerne auf uns zu. Auch individuelle Beratungstermine sind immer möglich. Professor Sonnmetz steht für insbesondere auch fachliche Fragen zur Verfügung. Bei mir können Sie sich gerne melden. Ich kann Orientierung geben zu den Bewerbungsabläufen, zu den benötigten Unterlagen und auch, was die einzelnen Hochschulen betrifft, zumindest eine gewisse Orientierung bieten, was dort möglich ist. Überdies gibt es noch für unsere Partnerhochschulen zuständige Professoren, finden Sie dann auch auf der Webseite hinterlegt, die Ihnen auch insbesondere zu den Fachthemen dann nochmal vertieft Auskunft geben können. So, bevor wir zur abschließenden Fragerunde kommen, noch eine letzte kleine Umfrage. Da bitten wir Sie nochmal um ein kleines Feedback, wie Ihnen die heutige Infoveranstaltung gefallen hat, ob da die wichtigen Themen abgedeckt waren und ob Sie Interesse haben, an der Infoveranstaltung, die am 22.06. folgt, teilzunehmen. Da wäre es nett, wenn Sie uns noch mal kurz Ihre Meinung zukommen lassen. Sie können aber dann auch, wenn Sie Verbesserungsvorschläge haben, sehr gerne den Chat nutzen oder direkt auf uns zukommen. Wir sind da auch immer sehr offen für Anregungen und versuchen das auch möglichst interessant zu machen für Sie. Wir hoffen, dass dann auch in den kommenden Semestern wieder viel mehr möglich sein wird. Die letzten Semester waren ja sehr eingeschränkt durch die Corona-Pandemie und deswegen auch nochmal die Bitte an Sie, geben Sie gerne auch die Infos von heute weiter an Ihre Kommilitonen. Wir laden dann auch die heutige Präsentation auf die Webseite und machen Sie es einfach bekannt. Vielleicht können Sie auch noch ein paar Kommilitonen dann gewinnen und gemeinsam ins Ausland gehen. So, hier ist das Ergebnis. Es freut uns, dass ein Interesse besteht und auch die Themensetzung auf Ihr Interesse gestoßen ist, weitestgehend. Es ist auch immer spannend zu erfahren, wie Sie von der Infoveranstaltung erfahren. E-Mail scheint nach wie vor das Hauptkommunikationsmedium zu sein. Und 22.06. die Veranstaltung, da sind auch viele interessiert. Das ist gut. Nehmen Sie ein paar Ihrer Kommilitonen mit, wenn es Ihnen möglich ist, auf diese Weise die Quelle anzuzapfen, die hier eröffnet werden wird. Vielen Dank für die Aussagen. Genau, und dann kommen wir zum abschließenden, aber fast wichtigsten Teil unserer Infoveranstaltung. Da haben Sie nämlich nochmal die Möglichkeit, nachzufragen bei allen Themen, die wir vielleicht nicht ausreichend klar dargestellt haben oder die wir vielleicht gar nicht berührt haben. Es ist ja auch immer schwer, alle Themen in so einer doch recht kompakten Infoveranstaltung abzudecken. Also nutzen Sie gerne noch die Möglichkeit, ein paar Fragen zu stellen. Hier sind so ein paar Stichwörter für Sie, an denen Sie sich vielleicht dann auch nochmal orientieren können. Ansonsten nutze ich auch jetzt gerne die kurze Stille bis zu den ersten Fragen, um nochmal auf die Students for Students hinzuweisen. Das ist ein Tutorenprogramm unseres International Office. Da können Sie sich engagieren für internationale Studierende unserer Partnerhochschulen. Students for Students unterstützen dann immer bei den ganzen Eingewöhnungs-
Schritten, die man als ausländischer Student im neuen Umfeld so durchlaufen muss, bei organisatorischen Dingen, Behördengängen, aber auch einfach hier beim Einleben, beim Kontakte knüpfen. Sehr, sehr wichtig. Und Sie werden, wenn Sie ins Ausland gehen, auch die Erfahrung machen, dass Sie von Studierenden der Partnerhochschule Unterstützung bekommen. Da sind wir immer auf der Suche nach engagierten Studierenden, die beitragen möchten. Und das ist auch eine sehr tolle Möglichkeit, einfach mit internationalen Studierenden in Kontakt zu kommen. Darüber hinaus gibt es für Studierende der Studiengänge Maschinenbau Bachelor und Mechatronik Bachelor auch die Möglichkeit, sich dieses Engagement als Zusatzleistung mit Credits anrechnen zu lassen. Ja, genau. Vor allem, wenn Sie vor Ort sind und nicht wissen, welches Restaurant denn jetzt Ihnen am besten schmecken wird. Die Students for Students werden Ihnen in den ersten Schritten sicherlich helfen. Und umgekehrt, auch wenn Sie nicht die gleichen Geschmäcker haben werden. Ja, haben Sie Fragen, nutzen Sie einfach die Möglichkeit, im Chat Fragen zu stellen. Sonst können wir auch noch ein paar Stichpunkte vielleicht geben. Was wichtig ist in der aktuellen Situation, ist auch mit Corona. Also anfangs ist es ja schon angeklungen, wir wollen einfach auch die weitere Entwicklung in Zielländern abwarten und nicht vorschnell jetzt bestimmte Weltregionen ausschließen. Wir stehen da immer dann auch in engem Kontakt mit unseren Partnerhochschulen und werden Sie da auch informiert halten und Sie bei Ihrer Entscheidung beraten. Das einfach auch nochmal so für Sie als wichtige Info, dass wir da natürlich auch immer in Kontakt stehen und darauf versuchen, unserer Verantwortung gerecht zu werden, Ihnen auch Hilfestellung zu geben, was die Durchführbarkeit des Auslandsaufenthalts angeht. Aber wir sind natürlich schon auch zunehmend optimistisch aufgrund der Impfkampagne in vielen Ländern, dass Aufenthalte in vielen Ländern möglich sein werden. Herr Kohl, was gibt es von deiner Seite noch zu dem Thema vielleicht zu ergänzen? Es ist sehr, sehr wichtig, dass Sie, auch wenn es kurz ist, in Ihrem Lebenslauf Ihre Interessen, wenn auch stichpunktartig oder in kurzen Sätzen darzustellen, insbesondere wenn es um das Praxissemester geht. Also warum? Weil das ist die einzige Information über Sie, dann auch die Projekte, die dann unsere Kollegen vor Ort dann zur Verfügung haben, auch Ihnen individuell zuzuordnen. Das heißt, legen Sie da Wert, aussagekräftig, aber in kurzer Form, Ihre Fähigkeiten und Möglichkeiten dann auch darzustellen. Außerdem, was kommt oft als Frage, Visum? Visum muss man erst dann beantragen, wenn dann die Zuordnung, die Nominierung erfolgt ist. Das muss man also nicht vorher machen, da haben wir noch Zeit. Ja, vielleicht noch zu den Theoriesemestern und das Thema Anerkennung. Das ist ja auch nicht ganz trivial. Also es ist ein bisschen erschwert, die Anerkennung von dem Ausland erbrachten Leistungen dadurch, dass die Studienprüfungsordnungen hier in Reutlingen modular angelegt sind. Das heißt, Sie müssen dann immer die kompletten Module auch im Ausland abdecken. Das macht es ein bisschen schwierig, komplett 30 Credits zu finden. Da muss man eher ein bisschen die Erwartungshaltung dämpfen. Aber auch das ist nicht unmöglich. Und Sie erhalten da auch von uns Unterstützung, wenn Sie dort eine gewisse Auswahl an Kursen an der Partnerhochschule vorgenommen haben, dann können Sie diese Auswahl bei uns einreichen, zusammen mit dem sogenannten Learning Agreement. Das ist eine Lernvereinbarung. Und dann prüfen wir zusammen mit den zuständigen Fachprofessoren die Anerkennbarkeit dieser Leistung, dass sie möglichst schon im Vorfeld oder zu Beginn spätestens ihres Auslandsaufenthalts dann auch Klarheit darüber haben, was sie sich anrechnen lassen können. Ja. Ich hätte auch noch eine Frage. Weil Herr Sönmez hat ja eben schon mal diese Praxisprojekte angesprochen. Kennen Sie da das allgemeine Vorgehen? Wenn man sich beworben hat und eventuell genommen wurde, wird man dann einem Projekt zugeteilt und das ist es? Oder hat man da auch nochmal irgendwelche Gespräche, wo halt dargelegt wird, was für Projekte es gibt, was eigene Interessen sind und was man im Endeffekt bearbeiten wird?
Also Stand meines Wissens ist es so, dass der Kollege vor Ort dann mit dem Interessierten dann auch spricht, dass man sich in den ersten 1, 1,5 Wochen dann auch orientiert. Es kam selbstverständlich vor, dass im laufenden Betrieb auch die Projektinhalte sich geändert haben, weil man sich geirrt hat. Ich meine, das ist Irren ist menschlich, aber typischerweise gibt es einen Vorschlag. Typischerweise ist dieser Vorschlag ausgerichtet an Ihren Interessensgebieten und typischerweise passt es. Aber Abweichungen sind auch im Programm. Ich ergänze noch kurz, wenn ich darf, Erdegol. Ja, ja, klar. Was man immer gern hätte, was aber in der Regel nicht realisierbar ist, ist, dass man das ganz konkrete Projektthema und die Projektbeschreibung schon in Deutschland bekommt von der Partnerhochschule. Das können die nicht leisten, eben schon gar nicht, ich sage mal, ein Vierteljahr im Voraus oder ein halbes Jahr im Voraus. Deshalb muss man da ein bisschen, ich sage mal, im Vertrauen gehen. Die werden sie nicht vergewaltigen, sondern in der Regel haben die Professoren einen Strauß an Projekten, die sie ihnen vorstellen. Die setzen sich mit ihnen zusammen und dann bespricht man das, diskutiert es und dann finden sie ein Projekt, das ihnen am ehesten dann auch entspricht und passt. Und wenn es dann mal wirklich nicht, überhaupt nicht passen sollte und sich das erst nach 2, 3 Wochen herausstellt, wie Erdogan Sönme jetzt gerade gesagt hat, dann gibt es dort wieder die Möglichkeit auch zu wechseln. Jo, danke. Okay. Ja, ich denke, es ist auch immer ein bisschen abhängig von der Zielhochschule, die Sie anstreben. Da gibt es dann auch unterschiedliche Verfahren und Vorgehensweisen. Und wenn es für Sie die Planungssicherheit ein sehr großes Anliegen ist, dann können wir natürlich auch versuchen, bei den Partnerhochschulen da schon möglichst genaue Infos über Projektmöglichkeiten in Erfahrung zu bringen. Ich hätte auch noch eine Frage. Und zwar haben Sie ja vorher gezeigt, dass an der Kettering University die Vorlesung 3 Monate dauert. Gäbe es denn auch die Möglichkeit, nach diesen 3 Monaten dann noch 3 Monate ein Projekt dort zu machen? Oder müsste das dann zwingend in einem Unternehmen sein? Sie sind Bachelorstudent, oder? Masterstudent. Also ich könnte auch das Mechatronikprojekt oder sowas dann machen. Ja, also das ist nicht ausgeschlossen. Es ist ja immer so, dass Sie, wenn Sie noch ein zweites Quarter dort dranhängen, sozusagen auch 2 Austauschplätze in Anspruch nehmen. Aber wenn jetzt insbesondere in dieser Bewerbungsphase die Nachfrage nicht so groß ist, dann könnten wir durchaus in Absprache mit dem International Office prüfen, ob sie da ein komplettes Jahr dann an der Kettering University verbringen können. Also das gab es auch schon in der Vergangenheit und ich kann es Ihnen jetzt nicht hundertprozentig zusagen, aber ich sehe da eine sehr gute Wahrscheinlichkeit, dass das klappt. Wobei ich glaube, die Frage war, wenn ich es richtig sehe, Herr Bayer, ein bisschen anders gemeint, oder? Also Sie haben, glaube ich, von einem halben Jahr gesprochen, bestehend aus 3 Monaten Vorlesung und 3 Monaten Projekt. Genau. Sowas ist denkbar. Ja. Das hängt dann eben ab davon, welche Projekte Sie sozusagen in der ersten Hälfte Ihres Aufenthaltes dort vorfinden. Und dann marschieren Sie zu dem Mo Torfe oder zu einem Kollegen und sagen ihm, ich würde gern da noch ein Projekt anschließen. Haben Sie da was? Kann ich das tun? Ja, genau. Das haben wir ja auch sozusagen mal angedacht mit dem Kollegen Torfe, dass Projekte in den jeweiligen Laboren andenkbar sind. Also es ist nichts komplett Neues, aber es ist individuell dann der Absprache festzulegen. Okay, Dankeschön. Gerne. Gibt es weitere Fragen? Ich hätte noch eine Frage zu diesen 3 Monaten. Wenn ich dort 3 Monate dann die Vorlesung an den Vorlesungen teilnehme, bin ich dann trotzdem 6 Monate an der Hochschule und habe dann theoretisch 3 Monate noch so, um
USA kennenzulernen oder wie funktioniert das dann? Hängt von Ihren Zielen ab. Ich glaube, in Ihrem Fall, Sie sind ja Master, richtig? Genau. In dem Fall ist dann nach der Vorlesungszeit, Moment, da bin ich mir jetzt nicht sicher mit dem Visum. Ja, also das Visum wird nicht pauschal einfach für 6 Monate dann ausgestellt. Sie müssen da schon im Visumbeantragungsprozess auch dokumentieren, dass Sie da 6 Monate studienbezogen verbringen wollen. Also das schließt die Möglichkeit eines Praktikums ein. Das ist möglich, also dass Sie auch 3 Monate an der Hochschule und dann 3 Monate im Unternehmen sind. Aber auch wenn Sie nur für 3 Monate hingingen nach Kettering, hätten Sie vor Beginn des Aufenthalts und nach Beginn des Aufenthalts noch ein paar Wochen. Ich meine, es sind jeweils 2 Zeit für private Reisen. Also das Visum ist dann nicht taggenau an die Vorlesungszeit gebunden, sondern Sie haben vorher und nachher noch etwas Luft. Okay, aber jetzt nicht diese 3 Monate, die eigentlich in Deutschland für das restliche Semester noch da wären. Nein, außer Sie machen dann wirklich ein Praktikum. Ja. Okay, vielen Dank. Gibt es noch ein paar Fragen? Ansonsten kann man vielleicht noch was sagen zum Thema Versicherung. Auch das ist wichtig, dass Sie ausreichend Versicherungsschutz haben während Ihres Auslandsaufenthalts. Im europäischen Raum ist das ja vollkommen unproblematisch. Da sind Sie über Ihre deutsche Versicherung abgesichert. Und wenn Sie ins außereuropäische Ausland gehen, dann empfehlen in der Regel die Partnerhochschulen oder schreiben sogar vor, welche Versicherung Sie abschließen müssen. Zum Beispiel im Fall von Südafrika ist das so. Und da in diesen Fällen empfehlen wir auf jeden Fall auch zusätzlich noch eine deutsche Auslandskrankenversicherung, weil diese Versicherung im Ausland meistens nicht den Rücktransport nach Deutschland beinhalten im Fall einer Erkrankung. Deswegen lohnt sich da auf jeden Fall noch ergänzend eine deutsche Auslandskrankenversicherung. Zum Thema Wohnen. In der Regel bekommen Sie da Unterstützung von Seiten der Partnerhochschule. Entweder vermittelt die Partnerhochschule direkt einen Platz im Wohnheim oder Sie bekommen Informationen zu den verfügbaren Wohnheimen am jeweiligen Studienstandort zur Verfügung gestellt und bewerben sich dann selbstständig. Es ist eher selten der Fall, dass Sie sich ganz individuell um eine Unterkunft kümmern müssen. Und Thema Sicherheit ist uns natürlich auch ein wichtiges Anliegen, dass Sie Ihr Auslandssemester in einem guten, sicheren Umfeld verbringen und das wirklich auch genießen können in allen Belangen. Da werden Sie dann auch nochmal speziell von den Partnerhochschulen für viele Themen sensibilisiert. Es gibt aber auch hier an der Hochschule sogenannte Länder-Workshops, Regional-Workshops, für bestimmte beliebte Zielländer, zum Beispiel Südafrika, aber auch andere Zielländer. In diesen werden Sie dann auch nochmal für Sicherheitsthemen, für allgemeine Verhaltensregeln sensibilisiert. Diese Workshops finden auch semesterweise statt, werden von unserem Institut für Fremdsprachen organisiert. Ich meine, das ist dann auch in dem Studieren Plus Angebot inbegriffen. Schauen Sie da einfach nochmal rein und nutzen Sie die Möglichkeit, sich einfach auf diese Weise auch auf einen Auslandsaufenthalt vorzubereiten. Und vor Ort sind auch normalerweise die International Offices der Partnerhochschulen dann in der Lage, Ihnen nochmal bestimmte Themen an die Hand zu geben. Gerade Südafrika oder andere Länder wie Mexiko, wo eben bestimmte Verhaltensweisen wichtig sind, damit man dort auch ein sicheres und erfahrungsreiches Auslandssemester verbringen kann. Aber, das möchte ich auch noch als letztes hier an der Stelle sagen, wir haben höchst selten den Fall, dass mal im Ausland etwas passiert. Das ist wirklich die absolute Ausnahme und da sollten Sie sich jetzt dahingehend auch keine Sorgen machen, sondern einfach nur
bestimmte Regeln beachten. Haben wir noch die Themen vergessen? Also, ich bin durchgegangen, während du gesprochen hast. 90% der wichtigsten Sachen sind durch. Alles andere ergibt sich automatisch im Verlaufe der Bewerbungs- und Nominierungsphase. Genau, dann müssen wir uns auch nicht länger noch in die Länge ziehen. Bedanken uns sehr herzlich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Geben Sie die Infos an Ihre Kommilitonen weiter. Kommen Sie zu unserer zweiten Infoveranstaltung am 22.06. Da bekommen Sie dann nochmal direkt von Ihren Kommilitoninnen und Kommilitonen Infos. Das, denke ich, ist auch immer sehr hilfreich und wertvoll, weil die nochmal andere Themen vielleicht auch in den Vordergrund rücken und andere Eindrücke schildern können. Ja, und dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. Kommen Sie gerne auf uns zu, wenn Sie Fragen haben, und nutzen Sie diese Chance. Herzlichen Dank, dass Sie da waren. Tschüss an alle. Danke für das Angebot. Tschüss. Tschüss. Auch gerne. Tschüss.